Jetzt. Hallo, heute will ich euch zeigen, wie ich Papillonpfoten schneide, wie ich es ja versprochen habe. Hab jetzt heute mir die Belinda gegriffen, die hat es am dringendsten nötig. Ja, ich zeige euch, wie das geht. Also zunächst einmal beginne ich mit den Hinterpfoten. Das hat den folgenden Grund, dass die Hunde ihre Hinterpfoten nicht so deutlich wahrnehmen wie die Vorderpfoten. Die haben sie ja so direkt vor der Nase. Das heißt, sie akzeptieren es in der Regel viel besser als. Und wenn ich schon gleich mit dem Schwierigsten anfange, dann sind die nachher schon so durch den Wind, die jungen Hunde, die das nicht kennen. Deswegen immer erst die Hinterpfoten. Zunächst gucke ich mir an, wie sehen die Krallen aus? Müssen die geschnitten werden? Auch das kann man deutlich hier erkennen. Wo fängt das Leben an? Wo hört das Leben auf? Wenn man da aufmerksam, deswegen habe ich auch die Brille auf der Nase, schneidet, passiert in der Regel auch nichts. Ich gehe nicht bis ran an die Stelle, wo dann Leben ist, sondern ich höre kurz vorher auf. Zeig mal. Ist nicht schlimm, Belinda. Alles nicht schlimm. Kleines Stückchen können wir noch. Sollte es tatsächlich mal passieren, dass ein wenig Blut fließt, ist es auch nicht so dramatisch. Wir wollen natürlich vermeiden, nach Möglichkeit, dass das passiert. Aber der Hund wird nicht dran verbluten. Man kann das auch mit solchen Blutstillern. Gibt es, glaube ich, eine Apotheke zu kaufen. Ich weiß, mein Vater hatte sowas früher für sein Bart, wenn er sich da mal geschnitten hatte bei der Rasur. Sowas funktioniert bei den Hunden auch. So. Kralle, erste Pfötchen. Halt mal schön still, Püppi. Kralle, erste Pfötchen fertig. Nun gehe ich hin und bürste das Haar so etwa 90 Grad vom Beinchen weg. Geschnitten wird nur bis zum Sprunggelenk. Das ist dieses. All die langen Hosen. Hör mal auf, Schnulli. Das andere muss ich sichern, dass es mir nicht mit in die Schere hier rutscht. Dann schneide ich das Ganze auf eine Länge. So einen Zentimeter vielleicht. Bei euren jungen Hunden reicht ein sauberer Schnitt in der Regel aus. Bei meiner Plüschbelinda, die ja kastriert ist und deswegen über so unglaublich viel Haare verfügt, muss ich da noch so ein bisschen rumgehen. Das, wie gesagt, ist bei euren Jungkunden, denke ich, nicht notwendig. So, dann haben wir dieses. Ich streiche dann die Haare zur Pfote und nehme hier nochmal das, was übersteht, was so ein bisschen an solche Brabanter Hühner erinnert, weg. Schneide dann die Konturen einmal ringsherum sauber. Deswegen ist es auch wichtig, dass man erst die Krallen macht, sonst bleibt man an denen ständig hängen und kommt nicht so voran. Zwischen den Pfoten, das muss natürlich auch kurz geschnitten werden. Ich mache das hier jetzt schon so zack, zack, weil ist nicht die erste Hundepfote, die ich schneide. Kriegt man doch einiges an Routine mit der Zeit. Also schön vorsichtig, dass ihr euren Hund nicht verletzt. Das alles raus. Im Winter werdet ihr auch feststellen, dass das auch von großen hygienischen Vorteil ist, weil sie können sich da nicht so viel Dreck drin sammeln und mit ins Haus bringen, was außerdem auch drücken würde. Also, wie gesagt, muss weg. Ihr seht, ich mache das immer mit dem Hund auf dem Schoß. Die Varianten sind da sehr unterschiedlich. Ich komme damit am besten klar. So kennen es meine Hunde. Also, alles, was unten
zwischen den Pfötchen ist, wird gekürzt. Dann gucke ich nochmal, steht an der Seite noch irgendwas. Das wird alles schön auf eine Länge gebracht. Ich hoffe, es wird deutlich. Gut, jetzt kommt die Oberseite der Pfote, die ja hier noch ganz schön plüschig ist. Auch da ist es so, dass eure Jungkunde wahrscheinlich da ein bisschen weniger Haar haben. Ich schneide von Hund quasi zur Pfotenspitze. Nachdem ich das schon auch so ein bisschen in eine ovale Form gebracht habe. Der Papillon, so steht es im Standard, soll Hasenpfoten haben. Also wenn wir da zu kurz und zu rund schneiden, beim Pudel zum Beispiel, ist es gewünscht. Da sagt man, der soll Katzenpfoten haben. Guck mal, jetzt gehe ich immer noch mal hin und zupfe das so ein bisschen vom Körper weg. Da kann ich dann nämlich gut erkennen, wo ist denn da noch ein bisschen etwas, was zu lang ist, was mir da durch die Lappen gegangen ist. Das braucht übrigens nicht so eine gebogene Schere sein. Meine Gerade müsste dringend zum Schleifen. Deswegen habe ich gerade keine andere. Und ich komme auch mit der gebogenen ganz gut klar. Aber nicht, dass ihr denkt, ihr müsstet jetzt eine solche kaufen. Nicht notwendig. So, nochmal ein bisschen nachgeschnitten hier und da. Hier auch an den Seiten. Gerade bei solchen Plüschtanten und Plüschbären nehme ich da auch immer an der Seite noch ein bisschen was weg, damit sie, ja, dann sehen sie eleganter aus. Eine Schuhnummer kleiner. Ich wollte, das könnte ich mit meinen Füßen auch einfach so machen. So, ich denke, das reicht. Bei euren Jungkunden braucht ihr gar nicht so hoch und so viel abschneiden. Das werdet ihr sehen, die haben noch nicht so viel Haare. Das ist vielleicht später mal. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Gut, der erste Hinterlauf ist halbwegs fertig. Hier mal der Unterschied, vorher, nachher. Na, da sieht man schon, nicht so spreizen, dass das schon viel schicker aussieht. Ne? Ich lasse aber den zweiten Hinterlauf, weil das ist das gleiche in grün. Ich mache mich jetzt an den Vorderlauf. Belinda ist ganz brav. So, auch hier wieder erst Krallen schneiden. Hat der Hund auch dunkle Krallen? Also ich hatte bisher noch keinen dabei, der nur dunkle Krallen hatte. Glücklicherweise. Dann orientiere ich mich natürlich erstmal an den hellen, an denen man das sehr gut erkennen kann, wo Leben anfängt und aufhört. Du Schatzelüg, ist gut. Ja, es ist lästig, ich weiß das ja. Und schneide dann bei den anderen genauso viel ab und dann passt's. Also so wirklich verletzt habe ich noch keinen dabei. So, und ganz wichtig, nicht vergessen, die Daumenkralle. Die versteckt sich da immer so ein bisschen. Mäuschen, alles gut. Ja, Belinda hat ein bisschen Angst beim Krallenschneiden. Die versteckt sich da so ein bisschen. Ganz wichtig, mit ganz viel Fingerspitzengefühl, wenn man die nämlich so ein bisschen von abzieht, wegzieht vom Körper, tut ihnen das weh. Aber wenn die vernachlässigt wird, kann die im Bogen wachsen und wieder ins Fleisch wachsen. Hatten wir bei einem Hund, der nach Jahren zu uns zurückkehrte. Und das war dann ganz schön traurig. Wir wunderten uns, dass er lahm ging. War natürlich sehr schmerzhaft. Bei den Vorderpfoten ist es ein bisschen was anderes mit dem Schneiden. Insofern, dass wesentlich kürzere Strecke hier geschnitten wird. Beim Hinterlauf haben wir es bis zum Sprunggelenk geschnitten. Beim Vorderlauf ist das Entscheidende dieser kleine Ballen. Das ist so zu erkennen. Bis zu diesem Ballen wird geschnitten. Also wieder gut darauf Acht geben, das lange Haar nach hinten streichen, dass das nicht zwischen die Schere gerät.
dann wird wieder alles auf diese, ja, so glaube ich, oh, da habe ich ihn erwischt. Was habe ich da gemacht? Nee, die hat schon vorher geblutet. Ja, das war diese Daumenkralle. Scheiße. Vielleicht hatte sie da eine Verletzung. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Wir haben auch manchmal eine kleine Schramme. Sie hat jetzt nicht mal gezuckt oder so. Das hört auch gleich wieder auf. Und sie wird es überleben. Nö, Pippi. Was ist an dieser... Diese Daumenkrallen sind sehr, sehr empfindlich. So. Nee, 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 komm halt still. Ja, ist doch nicht so schlimm, Spazierlein. Ey. So, ansonsten unterscheidet sich das natürlich nicht von den Hinterpfoten. Nur halt, bis wo man schneidet. Bei den Vorderpfoten finde ich es immer ganz wichtig, dass dann so diese Hasenpfotenform einmal auf kleines entsteht, weil ja, das sieht man halt, wenn der Hund läuft, ne? Als erstes. Na, alles erwischt da? Das lässt schon nach. Also es ist wirklich nicht so dramatisch, wenn das mal passiert. Beim Jungen sollte das natürlich tunlichst vermieden werden, weil sich das dann auch festsetzen kann. Unsere Nele hat mal von jemandem die Krallen geschnitten bekommen. Da war sie ganz klein. Von einer Hundefriseuse. Und die hat sie ihr ein bisschen tief geschnitten. Und bis heute hat sie einen Horror. Vorm Krallen schneiden. Es war also wirklich ein prägendes Erlebnis. Aber hier mit unserer Oma geht das schon. Sudele. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich zeige hier nur, wie es geht. Belinda geht nicht zur Ausstellung, wenn ich einen Hund habe, den ich ausstelle. Da bleibt kein Härchen nachher, wo es was da nicht hingehört, dann kommt bei mir wieder der Hang zur Perfektion durch. Aber so sehr muss ich sie jetzt hier nicht quälen, weil, wie gesagt, unsere Oma ist 10 und die geht nicht mehr zur Ausstellung. Wie kurz ihr die dann vorne schneidet, liegt in eurem Ermessen. Ey, 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 noch einen Moment, Schatzi. Und die anderen beiden Pfoten mache ich dir morgen. Denn so kann man es ja nicht lassen. Eine Seite schön, eine Seite hässlich. So, immer noch mal gucken. Ja, hier zum Beispiel sieht es nicht so schön aus. Da muss ich das noch so ein bisschen ausdünnen. Ja, stimmt auch die Form nicht mehr ganz. Also, man ist immer noch so ein bisschen am Nacharbeiten. Na, kann man das lassen? Püppi! Ah, hier an der Seite. Aber das ist sowas, das ist halt bei meinen Plüschdamen. Da ist immer noch reichlich mit euren Junghunden. Wie gesagt, geht das wesentlich schneller. Okay, wollen wir sie nicht länger quälen. Und? Sieht schick aus? Ach so, ja, war gut. Ist doch, mein Blut hat es auch schon aufgehört. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu kurz geschnitten. Oh, das ist nicht so schlimm, kleine Schatzimaus. So, das war's. Viel Spaß und Erfolg beim Pfotenschneiden. Gut.